Liebe Leute, ich melde mich mal wieder. Es ist viel passiert. Ich bin mittlerweile von der Wirrform weggekommen. Vielleicht, also bis jetzt. Ich drehe mal wieder das Intro vor dem Outro, wo ich die Sachen schon erlebt habe. Einfach weil ich es vergessen habe, aber ich bin ehrlich mit euch. Und was habe ich denn alles erlebt? Wir haben auf jeden Fall, ja, wir sind wieder in die Wirrform. Wir haben viele Leute kennengelernt. Wir hatten ein paar Partys mitgenommen. Wir haben Sonnenuntergänge erlebt. Wir haben ein bisschen mehr Party erlebt noch. Wir waren einmal auf einer Bootstour bei Sonnenuntergang. Das war sehr, sehr nice. Und dann gibt es noch Videomaterial von den anderen Party, von der einen oder anderen Party, die ich aber aus Sicherheitsgründen nicht zeigen kann und nicht zeigen darf. It is what it is. Und dann waren wir noch mit so einem Social Circle unterwegs bei einer Comedy Night und haben da so 8 Comedians uns reingezogen. Also manchmal habe ich nicht alles verstanden, aber habe einfach gelacht, wie wir auch gelacht haben, so, you know. Und dann haben wir noch, in diesem Video seht ihr noch Harry Kane, den haben wir noch getroffen tatsächlich. Ansonsten, ja, den Rest seht ihr im Video und am Ende gibt es noch ein paar exciting News, ein paar Änderungen, eine kleine Veränderung bezüglich so dem ganzen Aufenthalt. Bis dann, viel Spaß im Video, stay tuned. So, und weil wir natürlich Schwaben sind, gehen wir natürlich auch in den Gym, das nichts kostet, nämlich in der Natur hier draußen und machen einfach jetzt hier mal das erste Workout in Sydney City. Ich zeige euch das Ganze mal. Es gibt hier einen Barren, kann man hier so Dips machen und so einen Spaß. Dann hier so drei, weiß nicht, was die hier für eine Aufgabe haben, aber es ist auch erklärt. Man kann hier quasi Harry Potter Style mäßig einfach wegfliegen. Ne? Also es ist alles erklärt. Eine Bank. Und hier ist auch noch einmal, sämtliche Sachen werden hier erklärt. Hier ist ein bisschen Klimmzüge, ne? Ist safe. Dann hier kann man wahrscheinlich so ein bisschen in Apps trainieren. Braucht man nicht, habe ich nicht, brauche ich nicht. Und ja, es ist lässig, kostet nichts. Sonne scheint, Palmen sind auch da. Wir gehen rein. I'm just a badass baby, and I keep everything gravy. Without gold on, nigga, this ain't nothing but a trip walk. And I put foes on the day, and it's a trip walk. I'm just a badass, nothing but a trip walk. And I keep everything gravy, and it's a trip. Without gold on, nigga, I'll go on. Trip walk. And I put foes on the day, and it's a trip walk. I'm just a badass, nothing but a trip walk. And I keep everything great, and it's a trip walk. I'll go on, nigga, I'll go on. They see me sliding through, my diamonds be blinding, dude. On the come up for the loot, if I don't, I gotta loot. My shit jam like Devin, dude. Can't be with your man and you. Get that Millie rock, then swag circ, then bitch, we laugh at you. I put gold on all the lie, keep some Bella on the ride. Flee the scene and stole a pride, stand up guy like Red Fire. Go back home with souvenir. I pull up, you hear the cheer. Take a seat out by the pier. Talk down on these niggas. I be in shop playing to lose. Let my dress hang to my shoes. Keep my tool under my trues. Keep my boo under my bro. Mitsubishi, but dreaming about. Your kisses burn, my skin feels so empty inside.
Freunde, willkommen zum Outro von diesem Vlog. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das erste Mal möchte ich mal schön belobigen, dass ihr die Flaschen mit so einem normalen Drehverschluss aufgehen und nicht mit diesem Ding, wo man dann noch 500 Jahre diesen Deckel dran hat. Dann möchte ich wirklich von the bottom of my heart ganz, ganz liebe Grüße an den Dude ausrichten, der sich heute Morgen dazu entschieden hat, meine dreckige Wäsche zu klauen, in der halt einfach nur so Basic Shirts für 5 Euro drin waren und in denen ich so am Tag so 20.000 Schritte gelaufen bin. Ich wünsche wirklich die beste Unterhaltung damit, warum auch immer du dich dazu entschieden hast, die nach 3 Tagen Aufenthalt mitzunehmen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir sind jetzt hier im Alfred Park, im Alfredo. Drin das Outro. Und ja, heute ist Dienstag. Wir haben jetzt 10.30 Uhr und in 2 Tagen geht's raus aus Sydney. Wir gehen mit dem Flieger nach Brisbane. Da bleiben wir so 3 Tage, glaube ich. Und dann fahren wir nochmal von Brisbane so 5 Stunden ins Landesinnere. Und was da dann passiert, da bin ich auch mal so richtig gespannt. Weil das ganze Ding, was wir machen, heißt ja Work and Travel. Und bis jetzt habe ich ja hier eigentlich nur, naja, getravelt bin ich nicht, aber auf jeden Fall das Leben genossen. Und jetzt wird es auch mal ein bisschen Zeit für ein bisschen Work. Und wie es dann da alles vonstatten geht, das berichte ich euch dann, wenn es soweit ist. Oh, irgendwas ist hier gerade gelandet. Und ansonsten habe ich jetzt noch zum Ausschnitt, zum Outro, noch einen kleinen Rave, der am Bondi Beach war, am Sonntag, der dann irgendwie so eskaliert ist, dass da so über 1000 Leute waren. Und das Ganze ist dann sogar auch in den nationalen Nachrichten gelandet mit TV-Helis und ich weiß gar nicht, wie viele Polizisten. Und es war einfach nur ganz, 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 ganz wild, auf jeden Fall mit sehr viel Erinnerungspotenzial. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit den letzten Clips. Und wir sehen uns. Bis bald, Rian.